Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute stelle ich euch mal den Sensemann vor. Für die Leute, die den nicht kennen, ich habe dazu einen Short gemacht, schaut es euch auf jeden Fall an. Der Typ ist am Anfang wirklich sehr schwach, aber er wird immer stärker. Das erste Upgrade macht, dass er 30% mehr Attack Speed kriegt. Und das zweite Upgrade macht, dass er Camo Bloons angreifen kann. Und zwar mit Flammen aus einer anderen Welt. Das killen wir jetzt auch direkt, weil sonst kriegt er hier nämlich gar nichts hin. Ah, okay, das ist schon mal in Ordnung. Er hat so eine kleine Explosion dabei. Sieht schon sehr nice aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Farmen bauen. Naja, die Leute, die das Shot gesehen haben, wissen, warum ich jetzt Farmen bauen werde. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, lasst euch überraschen. Das Ganze hier ist übrigens eine Premium-Mod, also falls ihr die sucht, bitte gar nicht suchen, weil ihr werdet die so einfach gar nicht finden können. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal die Suche ersparen. Ist eine Premium-Mod, die meisten werden die nicht direkt finden. Das nächste Upgrade ist schneller Tod. Instantly spike down the strongest blue nearby. Also er macht irgendwie den stärksten Bloon in der Nähe direkt kaputt. Wir sind auch mittlerweile nur auf 28 Leben, deswegen wird es Zeit, dass wir hier das nächste Upgrade kriegen, weil sonst sieht es schlecht aus. Ah, okay, er hat jetzt so einen Kreis um sich. Okay, er ist von jetzt auf gleich einfach völlig broken geworden und die Fähigkeit, kann ich die nutzen? Irgendwie nicht. Ich mache mal aber hier den Tagbot auf ihn, dass er direkt die Fähigkeiten nutzt, wenn er die nutzen kann. Wahrscheinlich zieht er da Morphs mit ran, so wie es aussieht. Ich weiß es nicht genau. Das nächste Update, Bring Back the Dead, also bring die Toten zurück. Und dadurch beschwört er einfach eine unplatzbare Armee. Er beschwört einfach eine unplatzbare Armee. Was auch immer das sein wird, werden wir gleich sehen. Klingt auf jeden Fall völlig, völlig overpowered. Aber bevor ich upgrade, ich werde natürlich jetzt erstmal warten und richtig auskosten, wie weit er kommt, um zu gucken, ob der dann auch Runde 40 so nur mit einem 3-0-0 Upgrade schafft. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Normale Bloons scheinen absolut zerstört zu werden von ihm hier. Er hat auch mittlerweile echt übertrieben viel Attack Speed bekommen durch das Update. Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden ihn heute nicht buffen. Also wir werden ihn heute mal angucken. Wir gucken so weit wie es geht ohne Buffs. Und wenn ihr wollt und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und wenn das Video gut ankommt, dann machen wir mal den ultimativen Sensenmann im nächsten oder übernächsten Video. Muss ich dann mal schauen, wann ich die Mod hier nochmal auspacke. Und er kann keine Purple Bloons kaputt machen, beziehungsweise hat extreme Probleme mit Purple Bloons. Deswegen hole ich jetzt das nächste Upgrade, weil er hat anscheinend Probleme. Wir sind jetzt übrigens wieder auf 100 Leben, aber ist ja auch egal. Ich sollte hier vielleicht auch mal upgraden. Erstmal hier jetzt das nächste Upgrade, also er beschwört jetzt die untote Armee und das nächste Upgrade ist, also das letzte Upgrade, beziehungsweise ist es wirklich das letzte Upgrade? Wer weiß. Boostet alle Türme in der Nähe mit verrückten Schreien. Rage of the Fallen, also alle werden einfach geboostet in der Nähe. Klingt auch sehr interessant. Okay, und er beschwört jetzt einfach Bloons wie der Nekromant und man kann es leider nicht... Warte mal. Doch, ich kann die sogar hier unten spawnen lassen. Ich lasse sie aber mal... Ne, ich lasse sie schon hier hinten spawnen. Es macht mehr Sinn. Ich lasse sie hier hinten spawnen, hier in der Kurve. Die sollen ruhig hier in der Kurve spawnen, das ist perfekt. Dann sieht man nämlich noch, wie er attackt und so. Und wir sparen jetzt als nächste... Beziehungsweise ich kaufe ja erstmal ein paar Zentralmärkte. Und jetzt lasse ich es erstmal laufen, solange, bis er wirklich anfängt, Probleme zu kriegen. Und ich hoffe mal, dass er es so schon bis Runde 60 oder so schafft. Weil sonst habe ich hier den stärksten Tower angepriesen und auf einmal ist er komplett schlecht. Ja, ich will nicht zu viel sagen, aber wir sind mittlerweile bei Runde 98. Ich habe ihn noch nicht auf Stufe 5 upgegradet. Und er vernichtet einfach komplett alles. Ihr seht hier einfach sein Grab. Er hat 116.000, 120.000, 130.000 Bloons, die er beschwören kann. Das ist wirklich völlig übertrieben. Und guckt einfach mal, wenn er sein Auto-Tag macht, sein langsam, wie er die hier wegbombt. Passt auf. Und das ist eine Fortified BFB. Ist einfach kaputt mit einem Schlag. Das ist so krass und ich habe den noch nicht komplett geupgradet. Mal sehen, ob er Runde 100 so schafft. Das würde mich mal interessieren. Ja, er hat Runde 100 geschafft. Ja, wir sind mittlerweile bei Runde 125 und er hat immer noch absolut keine Probleme. Er schlägt einfach einen BFB immer noch mit einem Schlag kaputt. Er schlägt auch ein ZOMG mit einem Schlag kaputt zu einem BFB. Ey, das ist wirklich krass. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber aufs Ganze und machen Rage of the Fallen und... Oh mein Gott, jetzt kriegt er hier... Okay, er zieht nur einen DDT ran. Das ist nicht ganz so cool. Aber er hat jetzt seinen schwarzen Umhang und ist jetzt wahrhaftig der Sensenmann. Und jetzt ist er praktisch unaufhaltbar. Also, der wird ewig durchhalten jetzt. Das Geile an diesem Tower ist einfach, der wird immer, immer, immer stärker. Das ist so geil gemacht. Der wird so brutal stark. Und ich warte jetzt nur noch auf den Moment... Wo wir, ich sag's euch nicht, ich warte einfach, ihr seht's jetzt gleich selbst. Da ist es, Leute, wir haben die heilige Sense gefunden. Ab jetzt geht's komplett in absolut
unfassbare Ausmaße. Das ist wirklich gestört. Und ich muss das Ganze nochmal neu starten, weil mein Spiel abgebrochen ist. Manche Mods sind halt einfach nicht so super stabil. Aber es passiert. Kann man auch nichts dran ändern. Ich bin ja auch dankbar dafür, dass die Mod-Creator immer so geile Mods rausbringen. Also wirklich, das ist so ein geiler Mod. Und jetzt geht's richtig los, Leute. Passt mal auf. Wir sind hier gerade einfach bei Runde 200 und guckt mal, was er mit ins Runde 200 fortfällt. Er schlägt ihn mit einem Schlag kaputt. Das ist so krass, Alter. Was? Wie insane. Und das Krasseste ist, ich habe noch nichts gemacht, ne? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann ich einfach Geld opfern, um ihn noch stärker zu machen. Und jetzt kann ich hier einfach meine 3,4 Millionen opfern. Das mache ich jetzt mal. 3,4 Millionen. Ja, passt. Und jetzt ist er einfach gesegnet und... Passt mal auf, was er jetzt an Schaden macht bei dem nächsten, was kommt. Das ist wirklich, danke für den Insta-Affen, was jetzt losgeht und wie viele Bloons er übrigens spawnt, ist auch völlig krass. Passt mal auf, wie er die ZOMGs jetzt umprügelt. Das ist nicht mehr feierlich. Da, einfach ein Schlag, ganze Runde 201 kaputt und der ist nicht gebufft. Wir haben da nicht einen Buff. Guck, ich kann da theoretisch jetzt noch hier ganz normal einen Affendorf hinbauen. Dschungeltrommeln. Ich kann Homeland bauen. Ich kann ihn theoretisch mit Homeland buffen. Das ist so insane. 50, ich spende jetzt nochmal hier 50.000. Abfahrt. Zack. Massively increased. Ich mache jetzt mal Geschwindigkeit mal 100. Ich habe noch einen Mod, dass ich schneller Geschwindigkeit machen kann. Geschwindigkeit mal 100. Passt mal auf, wenn ich jetzt hier auf 100-fache Geschwindigkeit drücke, wie der die Runden umbombt. Das ist wirklich unmenschlich. Okay, das Spiel laggt mega, aber ne, ihr seht ja, wie schnell die Runden vorbeigehen. Der schlägt einfach alles. Der macht einfach alles instant kaputt. Das ist mit Abstand der stärkste Tower, den es jemals in Bloons Tower Defense 6 gegeben hat. Mit absolutem Abstand. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr den Sensenmann mal komplett ultra boostet sehen wollt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr das sehen wollt. Dann mache ich dazu vielleicht auch ein Video, wenn euch das gefallen hat. Also, wir sehen uns bis dahin. Ciao.